Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Warum wird eigentlich nur über die Entlassung des Geheimdienstchefs Maaßen gesprochen? In den letzten Wochen ging es doch eigentlich auch um den überfälligen Rücktritt des Innenministers. Und die Affäre Maaßen, die wir jetzt jeden Tag erleben, ist doch nur ein Teil der Affäre Seehofer. Der Minister deckt einen Geheimdienstchef, der den rechten Mob in Chemnitz verharmlosen wollte. Der Minister beleidigt über 19 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte in diesem Land als Ursache aller Probleme. Und der Minister, der für innere Sicherheit zuständig ist, freut sich über Straftaten, wenn sie von denen begangen werden, die er dann schneller abschieben kann. Das ist doch komplett irre, meine Damen und Herren. Nicht nur der Geheimdienstchef muss entlassen werden, auch dieser Innenminister muss zurücktreten, sonst muss er entlassen werden. Das Innenministerium möchte im kommenden Jahr 1 Milliarde Euro mehr ausgeben. Aber was soll damit gemacht werden? Herr Seehofer ist mit dem großen Versprechen angetreten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Und er hat als Bauminister versprochen, sich intensiv um bezahlbares Wohnen zu kümmern. Aber die Bevölkerung, wir alle erleben jeden Tag, dass er sich um diese Versprechen gerade nicht kümmert, auch nicht im Haushaltsplan 2019. Das zusätzliche Geld möchte er stattdessen in die innenpolitische Aufrüstung stecken, in Überwachung, in eine neue Behörde für den Cyberkrieg und an Immobilienkäufer statt an Mieter geben. Dabei fehlt das Geld für so wichtige Aufgaben. Ein zentraler Bereich der öffentlichen Sicherheit in diesem Land ist der Zivil- und Katastrophenschutz. Das Deutsche Rote Kreuz und weitere Hilfsorganisationen haben Alarm geschlagen. Deutschland ist nicht gut auf den Katastrophenfall vorbereitet, zum Beispiel bei Hochwasser oder Epidemien. Bislang wäre es nicht mal möglich, im Ernstfall 50.000 Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen, Zelte, Matratzen und anderem. Auch bei der Feuerwehr ist oft der Fuhrpark veraltet, weil Geld fehlt. Die Linke sagt, hier muss dringend mehr investiert werden. Ein anderes Beispiel. Es gibt 1,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, die, nachdem sie die Miete gezahlt haben, weniger zum Leben haben als Hartz IV. Aber obwohl die Mieten steigen und steigen, haben immer weniger Menschen Anspruch auf Wohngeld. Die Mittel im Bauhaushalt sinken seit Jahren, weil sich Union und SPD weigern, die Wohngeldtabelle der Realität anzupassen und den Mietzuschuss aufzustocken. Die Linke sagt, hier muss dringend mehr investiert werden. Anstatt diese Probleme tatkräftig anzugehen, wird aber jede Menge Geld für unsinnige Projekte rausgeschmissen. Um ein Beispiel zu nennen. Es gibt ja bereits zwei Behörden, die sich um die Sicherheit in der Informationstechnik kümmern. Jetzt soll eine dritte Behörde dazukommen, eine Cyberagentur. 20 Millionen Euro stecken das Innenministerium mit dem Verteidigungsministerium dort hinein. Aber es geht nicht um den IT-Schutz, denn dann hätte man das Geld ja an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geben können. Es geht um eine neue Behörde, die Cyberangriffe durch staatliche Stellen ermöglichen soll, die Trojaner bauen soll, auch um Bürgerinnen und Bürger zu beschnüffeln. Der Wissenschaftliche Dienst des Hauses, des Bundestages, hat bereits gewarnt, dass dieses Vorgehen verfassungswidrig sein dürfte. Die Linke lehnt solche Projekte ab. Wir wollen keinen Cyberkrieg und wir verteidigen die Bürger- und Freiheitsrechte. Herr Minister Seehofer, mit Blick auf das, was in Chemnitz passiert ist, hätte ich mir einen Innenminister gewünscht, viele Menschen in diesem Land auch, der die Stadt an Ort und Stelle besucht hätte, um ein starkes Zeichen gegen Gewalt und gegen Fremdenhass zu setzen. Als Integrationsminister ist es Ihr verdammter Job, rechter Hetze entgegenzutreten, Ängste und Sorgen sachlich zu entkräften, anstatt den Ausländerhassern gemeinsam mit Ihrem Geheimdienstchef nach dem Munde zu reden. Deshalb fordern wir Sie auf. Erstens, korrigieren Sie die Schieflagen in diesem Haushalt. Zweitens, entlassen Sie Geheimdienstchef Maaßen. Und drittens, treten Sie anschließend selbst zurück. Und wenn Sie das nicht tun, liebe Große Koalition, entlassen Sie auch den Innenminister. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90 Die Grünen.